Hi Freunde, ich bin's wieder, der Tobi, der miese Arsch, der euch beim letzten Mal mit diesem Cliffhanger hängen gelassen hat. Schlechtes Wortspiel, ich weiß, aber wir stehen vor einer Tür und wir öffnen sie jetzt und wir hätten erfahren, was dahinter ist. Und falls es jetzt ein Boss sein sollte, bin ich echt... Nein, es ist kein Boss. Es ist kein Boss. Ein großer Ring in einem großen Raum? Genau. Steck einfach den prismatischen Kern in die Hauptkonsole. Und das war's. Bist du dir da wirklich so sicher? Ups, ups, nein. Okay. Hoppala. Okay, fliegen wir erst noch da. Ist auch okay. Hier ist aber nichts. Nein, hey, bleib hier. Du, was denkst du? Arsch. Ja, wobei, jetzt sind wir hier unten, jetzt können wir uns auch einmal angucken. Vielleicht sind hier noch ein paar Sachen versteckt. Wer weiß das schon. Tun etc., ne? Kleine Kisten. Nichts? Gar nichts! Ach Leute, wo ist denn mit dem guten alten Extra-Seal geworden? Gar keine Belohnung mehr? Für Umschauen? Nein? Okay, leck mich am Arsch. So, nun gut. Dann halt wieder hoch. Ich bin schon ein bisschen traurig, dass er nicht ist. Naja. Dann halt nicht. Dann halt nicht. So. Da drauf. Und dann, hä? Wie komme ich denn jetzt da hoch? Der fährt nicht hoch. Der, wobei doch ein bisschen fährt der hoch. Über den noch mit. Und dann. So. Und von hier dort aus nach. Bam. So. Hier drüben, Seth. Konsole verwenden. Da fehlen wohl die Energiekerne. Irgendwo in der Nähe muss eine Inkubationskammer sein. Da findest du reichlich Kerne. Okay. Das geht noch nicht. Ach komm, wir haben doch. Wobei, sind das nicht die Energiekerne, die wir brauchen vielleicht? Sondern andere? Die kleinen Viecher, ne? Dass ihr euch nicht wundert, wechsle ich jetzt nicht extra mal jedes Mal die Farbe. Die sterben so oder so mit einem Schuss. Das wäre, eine verschwendete Zeit. Kann auch hier bestimmt nicht umsonst hoch. Irgendeinen Grund muss das ja haben. Wahrscheinlich noch nicht jetzt. Oh, Rekord! Oh, Rekord! Oh, ich hätte meine Fresse nicht aufreißen sollen. Ja, schießen, schießen, schießen. Und er ist da hier. Auch ihr wichs kleinen Roboter. Hallo. Ja, aber auf Level 12 und du. Nein, weg. Auf Level 12. Du bin ja ich. Moment. Nicht, dass wir durcheinander kommen. Das wollen wir ja nicht. Gelb, gelb, okay. Das habe ich eindeutig noch nicht. Das heißt, wir kriegen jetzt den gelben Feuermodus auch und haben damit dann alle drei, die es gibt. Das sieht sehr danach aus, als es. Als wäre das Gelbo. Da ist nämlich alles so schön gelb. Ja! Gelbe Waffenaffinität. Cool. Ja, du hast alle Energie-Gewehraufsätze gefunden. Affinitätsmatrix. Und da haben wir auch ein paar gelbe Gegner schon. Oh, die sieht auch cool aus. Bis mal Granate, was auch immer, wie das Ding heißt. Der aufgeladene Schuss, meine Ge Alter, machen die Schaden. Uiuiuiui. Okay. Alter. Das war jetzt aber krass Schaden. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Uiuiui. Wir sind das erste Mal verreckt, Leute. Doof.
Doof, doof. Wobei, da ärgere ich mich jetzt noch nicht so sehr. Das war jetzt halt an der Stelle, kam jetzt ein bisschen überraschend. Aber hey, was soll's. Kann man mal machen. Irgendwann muss halt das erste Mal sein, ne? Haben wir jetzt das Gelbe? Jetzt haben wir das Gelbe. So, jetzt verschwinden die Dinger. Klar. Muss ich extra mal die Truhe aufmachen? Ach, komm schon. Sehr lächerlich. Ich hab doch das Gelbe schon. Ist doch doof. Öffnen. Hoffentlich was Gutes. Ja, hab ich doch schon. Jetzt habe ich zweimal, oder was? Cool. Das ist ein bisschen doof, dass man das dann nochmal machen muss. Wobei, irgendwie müssen die Gegner ja gesteuert werden, ne? Huch, das sieht doch gelb aus. Ja, wow. Eieiei, Alter, aber das Gelb macht mega Schaden. Kein Wunder, dass sie so viel Schaden machen. Wir machen auch ordentlich Schaden damit. Oha. Das ist ja schon sehr nett. Sammelt, ist eingesammelt. Das haben wir offen. Noch eins. Und wo ist das dritte hin verschwunden? Mhm. Irgendwo? Okay. Ah, schön einsammeln. Bin ich doof? Hier ist eins. Da! Zack, haben wir es offen. Ich bin auch ein Blindfisch. Hi, ich bin in der Inkubationskammer. Oh, Orange. Okay. Ja, alle Kerne sind offen. Alles aus wie Sarus? Seltsam, was da drin wohl passiert ist. Ja, keine gute Idee, wenn da noch mehr Gegner sind. Wo ist die Fettsäcke hier? Jo, was war der für einen krassen Drehangriff da? Ach, Leute, wisst ihr was? Wir haben so viele Kerne jetzt mittlerweile schon extra hier. Da kann man auch mal ein paar normal zerschießen. Tut ja auch nicht weh. Aber den extra nehmen wir doch. Belohnung, dass wir so auf den Sacken. So, Seth ist auch Level 10, das ist auch schon mal was. Und wir springen auf. Da habe ich jetzt auch ein bisschen verkackt. Ein bisschen hart verkackt. Ich hab einfach alles gleichzeitig gedrückt, ich Idiot. Aber das finde ich schon sehr nett mit der Spinne. So, das wird der erste Kern sein. Ich habe einen Energiekern. Ja. Nur noch einer. Klasse Kerne, die schrumpfen können. Gemein. Ja, Moment, dann lassen wir den nochmal hier hinkommen. Vielleicht können wir dann darüber. Klappt das? Ja, klappt. Und Nummer 2. Komm, da raus. Der grüne Schlüssel.
Got it. Jetzt einfach unten wieder raus. Ja, jetzt einfach unten wieder raus. Aber ist hier nicht noch irgendein... Nein, einfach nichts. Nein. Okay. Und weiter sind noch ein bisschen was wenigstens. Interessiert mich nicht. Ich kann einfach durch. Wow! Da aber nicht. Da renne ich nicht einfach durch. Gib mir einen Kern! Ja, was wenn die Gegner, obwohl das er. Was zum Teufel? Vorsicht, Jungs! Roller! Boah, die sind echt gemein, ey. Aber hat auch gut geklappt. Und zack! Bin ich wieder in der Kernkammer. Nummer ohne. Da hat die Kamera irgendwie gespackt. Und auch der zweite Schlüssel wird eingesetzt. Der grüne. Und Fusionsreaktor Nummer 3. Wie ich wegen der Sequenz runtergefallen bin. Bingo. No. Hätte ich gern, wenn die Sequenz mich nicht zu gezwungen hätte, runterzufallen. Ja, lassen wir das. Und... Alter, der Fahrstuhl fährt jetzt aber echt geh. 1, 2 und up, rüber. Und 1, 2 und rüber. So, geht doch. Ja, da ist gar kein Kern, würde ich mal sagen, ne? Ach so, das ist der Kern an die Sato. Ah, alles klar. Ich hab nichts gesagt. Wenn irgendwer das hinbekommt, Dad, dann bist das sicher du. Dad! Kai, hast du das gehört? Da waren Stimmen, mitten aus dem Kern. Vielleicht eine Art Übertragung aus den Schiffen im Orbit. Alles, was ich sehe, ist ein Haufen Mandatschiffrierung. Mein Crawler hat nicht genug Leistung, um sie zu knacken. Aber ich wüsste da schon was. Das hört sich doch gut an. Das nicht. Der Kern. Er hat den Analysator überlastet. Abwehrsysteme aktiviert. Ne? Nein? Du musst das Ding irgendwie abschalten. Oh fuck. Da sind Energiezellen. Sehen aus, als ob sie überhitzen. Zerstör sie! Schnell! Das nicht. Sie kaputt. Ich hab's geschafft. Aber der Analysator spinnt immer noch. Da muss es auf der anderen Seite des Raums noch mehr Zellen geben. Und keine Angst, Seth. Wir schaffen das. Tippe, 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 tippe. Nein, fuck! Nein, 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 nein. Shit. Uncool. Richtig schlecht. Egal, einen haben wir schon mal weg.
hier jetzt hoch. Jetzt vergessen. Ich denke mal hier hin. Strahlung ist bei Rot. Nicht gut, wir kriegen Schaden. Ah, geschafft. Der Energielevel sinkt. Gott sei Dank, Joel. Gute Arbeit. Okay. Und wo können wir die Mandatverschlüsselung des prismatischen Kerns knacken? Im Neu-Eden-Turm. Er wurde gebaut, um das Terraforming zu steuern. Also muss er über jede Menge Rechenkraft verfügen. Im hinteren Teil der Fabrik gibt es eine Bahn direkt zum E-Turm. Wir treffen uns dort. Okay, klingt gut. Sam, auf geht's. Was haben wir hier noch so? Eine Kiste! Eine Kiste versteckt! Was haben wir denn da drin? Ganz viel Material, ganz viel Material. Nett. Das gefällt mir. Zurück zu mir! Ja, ja. Hallo? Okay. Bei maximaler Leistung stellte die Fabrik monatlich hunderte Kerne her. Dann wurden die Kerne verpackt und über ganz Neu-Eden verteilt. Nein, nein, das macht ihr nicht nochmal mit mir. Böse, böse. Joel, ja, erschrocken. Das ist ja gemein. Irgendwo was lang? Ja, da haben wir wirklich in die Kiste. Ich kack ab. Wobei, es war schon ein Tick offensichtlich. Was haben wir da jetzt diesmal drin? Noch mehr Material. Ja, schön. Niese. Ja, da lang kommen wir nicht. Komm her, Kumpel. Self, komm. Gehen wir da lang? Nö. Nur. Wie arschig ist das denn? Das ist ja voll arschig. Meinheit. Ist ja gar nicht. Verrecktet. Gibt's hier nicht, dass ihr mich nochmal trefft. Das war jetzt echt fies. Das war echt gemein. In die Seiten anscheinend. Gehen immer nur hin und her. Aber nichts. Hier. Hier geht's aber hoch. Und da haben wir nämlich wieder eine Kiste. So. Noch mehr Material. Diesmal gelbe. Gelbe Materialien. Nein, ein Bauplan. Blauer Jungspinnen SPDR. Körper, Kopf. Ich hab's, ja, man sollte auch lesen, bevor man wegdrückt. Da oben ist das Upgrade fürs Leben. Das holen wir uns. Yay. Was doch. Gesundheit erhöht. Haben wir hier oben noch irgendwas? Ich glaube nicht. Das würde man sehen. Deswegen zurück auf den Hauptpfad. Oh shit. Ja. So viel zurück auf den Hauptpfad. Einfach hart verkacken. Und vom Hauptpfad runterfallen. Aber jetzt sind wir wieder auf den Hauptpfad. Wieder am Anfang. Lauf, 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 lauf. Nein, noch nicht laufen. Leute. Ihr seid Arschgeigen. Wirklich jetzt. Das ist ja gemein. Und dann, Ja, Mann, eine Fresse. Jetzt ist ein Roboter ein. Und brennt man hier. Ja.
Ich weiß es verrecke nicht, wie ich das noch geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Jetzt nicht nochmal runter. Wir wandern jetzt einfach weiter. Wachsam, es geht los. Kloppen uns wieder durch die Gegner hier. Gott sei Dank betäubt und ein bisschen Verschnaufpause hier mit Munition und so weiter. Ja, shit, voll verzogen. Extrahieren! Got it, komm schon! Gib mir den Kern! So! Auch noch. Gehst du nicht mit? Hallo, wieso kann ich nicht extrahieren? Lasst mich extrahieren! Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, wie? Wieso? Hat das irgendeinen plausiblen Grund, warum ich jetzt nicht extrahieren kann? Anscheinend nicht. Dann lasst mich doch einfach extrahieren, wenn ich da durchkomme. Ja, jetzt geht's auf einmal, ist klar. So. Einfach durch die Tür. Was für ein Anblick. Und das sieht sehr nach Bosskampf aus. Krasser Scheiß, Mann. Das Ding sieht wirklich krass aus. Die Bahn muss beim E-Turm sein. Diese Konsole sollte sie herholen. Aktivieren wir das Scheißding nochmal. Und... und damit okay, wahrscheinlich den Boss. Jetzt heißt es warten. Oh oh. Ja. Irgendjemand will wohl nicht, dass wir zum Turm gelangen. Was ist das? Das sieht sehr ekelhaft aus. Bolzenschneider. Mal gleich viel Schaden. Wobei nein, weiß macht die am meisten. Ach, selbst weiß ich nicht, jetzt alles klar. Dann zwar kein Statuseffekt, aber macht am meisten Schaden. Und dann mit den ersten Balken runter. Boah, die ganzen kleinen Viecher, die sind böse. Die sind böse. Konzentration. Wir verrecken doch nicht beim Boss. Shit.
Was macht ihr denn jetzt da hier? War das so eine Aktion oder was? Was denn? Uncool. Uncool. Aber jetzt aber. Ha! Bäm, 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 bäm. Arschgeige. So, verrecke. Ja. Sind alle noch in einem Stück? Du hast die Kernfabrik abgeschlossen. Ja, da haben wir es geschafft. Leute. Und ich würde sagen, bevor wir nämlich jetzt da nochmal auf das Terminal klicken, bedanke ich mich erneut fürs Zusehen und sage, bis zum nächsten Mal bei Recore. Wir haben den Boss geschafft, wir haben die Kernfabrik abgeschlossen, bevor wir jetzt in die nächste Sequenz starten. Hör mal auf, Cliffhanger, mal wieder. Hey, dafür bin ich bekannt. Ha. Leute, danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.